Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses wunderschöne Aquarium hier gestaltet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eventuell was gefunden habe, was uns helfen könnte. Allerdings würde ich es gerne mal probieren. Ich würde jetzt einfach mal hier die Fische ein bisschen verkaufen. Und ich habe mir meine Gedanken darum gemacht. Und zwar steht da ja, schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Eins von drei. Ich bin davon ausgegangen, dass man mit eins von drei die Bedingungen meint, so wie es ja da steht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, und den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt schon in der letzten Folge, habe ihn aber dann doch nicht mehr verfolgt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man eventuell andere Fische dazu setzen soll. Wir haben, glaube ich, jetzt 25, 26 Grad und irgendwas rum die 8. Ja, der ist vielleicht ein bisschen. Ja, was rum die 8? Aquarienkapazität, bin ich mir jetzt nicht sicher, was das ist. Ich kaufe jetzt mal einfach so ein Seepferdchen und probiere das jetzt mal aus. Okay, das ist es anscheinend nicht. Oder es gilt nicht als Salzwasserfisch, weil es ein Seepferdchen ist. Ich bin mir nicht sicher. Der hat eigentlich auch die gleichen Bedingungen. Den kaufe ich jetzt auch einfach mal. Ich probiere die jetzt der Reihe nach durch. Schmeißen wir einfach mal neue Fische rein. Ja, aber es scheint wirklich nicht zu helfen. Für die, ja gut, für die ist die Anzahl der Fische jetzt natürlich nicht so dolle. Oder wir müssen jetzt davon nochmal einen neuen Fisch reinsetzen. Das kann natürlich auch sein. Das ist mit dem auch die Anzahl. Und der braucht ein bisschen mehr Dekorationen. Wir fangen aber erstmal bei dem Fisch an. Der war das, ne? Den kaufen wir jetzt noch zweimal. Zack. Ah! Okay. Es funktioniert. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir können jetzt da nochmal Seepferdchen. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn wir davon zwei kaufen. Wieso habe ich jetzt nur eins? Ach nee, das andere ist jetzt auf der 1. Sind, hoppala, sind aber, ach, was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ich will auf die 1 drücken. So. Sind aber anscheinend immer noch zu wenig, ne? Oh, der braucht ja noch mehr. Alter Schwede, wie viel braucht ihr denn noch? So, 1, 2, 3. Einmal die 1, einmal die 5, einmal die 6. Ja, stell das Aquarium wieder an seinen Platz. Oh, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich hab's endlich geschafft. Bring das zweite Aquarium auf den Arbeitstisch. Scheiße. Wir sind noch nicht ganz durch. Wieso kann ich das jetzt nicht? Ach so, weil das voll ist, ne? Weil. Ja, genau, weil das voll ist. Dann muss ich erstmal hier wieder ein paar Sachen loswerden. Moment. Das geht weg. Das geht weg. Wir brauchen den Schlauch, den ich gerade nicht aufheben kann. Jetzt. Und den Eimer. So, einmal den Schlauch ran. Und einmal das Wasser weggekippt. Oh, bin ich froh. Also es ist tatsächlich so, wie ich mir dann danach gedacht hatte, weil ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, was, wenn jetzt wieder, ja, ich sage jetzt mal blöd, ein Übersetzungsfehler drin ist oder das wieder so ein bisschen komisch geschrieben ist, wie mit diesen seltsamen Wörtern ganz am Anfang, die halt so zusammenhingen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn die jetzt damit meinen, dass man mehrere Fische machen soll? Also da rein. Oh, ich hätte sie vorher. Scheiße. Moment, Moment. Komme ich da überhaupt noch ran? Oder soll ich die. Ein Moment. Ich gucke mal eben, ob ich das jetzt in der Höhe schon machen kann. Ich vermute. Das war's hier, ne? Ich vermute allerdings, dass ich da jetzt nicht mehr so gut rankomme. Okay, doch, ich komme da noch ran. Das noch. Das noch.
das noch? Das sind hoffentlich jetzt alle. Tut mir leid, Goldies. Ich muss euch mal eben entsorgen. So, und weiter geht's. Denn das Wasser müssen wir natürlich auch weiterhin entsorgen. Und frisch machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht mehr Süßwasser sein wird, sondern dass das jetzt... nee, Moment. Süßwasser? Kein Meereswasser wird, sondern Süßwasser, oder? Was habe ich denn für ein... Was habe ich denn für einen Zusatz in der letzten Folge reingetan? Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Beziehungsweise es war ja in der vorletzten Folge, weil das alles so lang gedauert hat. Ah, aber es sieht schön aus. Also das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das habe ich schon gut gemacht. Achso, das war das letzte, ne? Och. Och. Nehmen wir den auch direkt mit hier. Machen wir den erstmal frei. Sieht immer so ein bisschen aus wie die Erde vom Mars, finde ich. Also wenn die so abgestanden und abgenutzt ist. So, was haben wir hier? Da haben wir noch nichts. Das ist statisch. Die sind noch nicht gestorben. Kann natürlich sein, dass die jetzt bald sterben. Okay, also das kommt wohl erst alles, wenn das Wasser drin ist, nehme ich mal an. Na gut. Achso, bring das auf den... Moment. Schlauch erstmal wieder wegtun. Zack, schmeiß weg. Nee. So. Will er nicht? Hallo? Rechte Maustaste gedrückt halten. Wieso willst du das nicht? Hallo? Hallo, du bist Lea. Ah, jetzt. Ah, halt. Jetzt macht das. Perfekt. Gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen schrubben. Nein. Ah, falsche Maustaste. Entschuldigung, Entschuldigung. Also wir machen quasi jetzt alles das Gleiche, was wir natürlich in den letzten zwei Folgen schon gemacht haben. Beziehungsweise in der vorletzten Folge im Endeffekt gemacht haben. Und... hoffentlich dann in dieser Folge, wenn es dann nicht so lange dauert, machen wir auch das, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Sprich, das Dekorieren. So, ich weiß auch nie, wie sauber man das hier tatsächlich machen muss. Ich meine, im wahren Leben würde ich es natürlich porntief rein sozusagen machen. Aber hier war noch was drin und dann ist er trotzdem schon weggegangen. Das ist gut. Das ist immer gut. Das brauche ich alles nicht mehr, außer vielleicht die Steine. Ja, könnte ich mal... Sack mit Erde. Wir machen mal hier so... Das machen wir mal, oder? Das sieht so... Die sehen alle irgendwie so ein bisschen komisch aus. Das ist dann eher... Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie auf dem Mars. Obwohl, wäre doch auch ganz cool. Also eben sah es aus wie vom Mond. Jetzt sieht es so ein bisschen aus wie vom Mars. Moment, einmal das und... Nee. Komme ich da jetzt rein? Ich will eigentlich... eigentlich bring neue Erde ins Aquarium. Achso, Moment. Was hat der jetzt gerade zu 100% gemacht hier? Der macht doch hier irgendwas. Und dann zeigt es wieder nicht an. Ich weiß aber nicht, ob das trotzdem hochgeht. Hilfe. Hallo, ich will doch nur die Erde hier reintun. Ah, jetzt macht das endlich. Also entweder habe ich tatsächlich noch was übrig gehabt von davor. Das kann natürlich auch sein, dass das nicht ganz raus war. Obwohl es nicht so danach aussah, muss ich dazu sagen. Oder vielleicht war es auch ein bisschen verbuggt oder so. Ich habe absolut keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Hauptsache es funktioniert jetzt. Okay. Das wird jetzt unser Maß. So. Das wird jetzt unser Mars-Aquarium. So, zack, das weg, schmeiß einfach in die Ecke.
Platziere Lampen. Genau, Lampen müssen wir noch machen. Lampen müssen wir immer machen. Dann nehmen wir mal zwei sowieso. Passend zum Maß würde ich sagen rot, oder? Wenn ich die denn jemals hier dran kriege, heißt das. Hallo? Ah ja, jetzt. Okay. So. Ja, ein bisschen nach rechts noch. So. Das sieht jetzt total scheiße aus. Aber es geht noch. So. Ja, so ungefähr. Mit den Lampen, das ist immer so eine Sache. So, jetzt machen wir hier erstmal Puffbeleuchtung rein. Zack. Alles rot. Rot, rot, rot. Zack. So, Wasser. Genau. Erstmal Wasser reinmachen. Das wollte ich eigentlich eben schon machen, aber ich will halt alles so in der Reihenfolge machen, wie es bei den Aufgaben drin steht. Dann kann man auch nichts vergessen. So, ihr Lieben. Allerdings muss ich dazu sagen, ich würde gerne die Sachen hier eben noch sauber machen. Bevor wir das gleich wieder alles im Nachhinein machen müssen. Schüttelshake. Müller Milchshake in ganz grün. So, das ist wieder so ein schwarzer. Das ist wieder nicht der, den ich hatte. Sauerei. Sauerei. Mach den doch nicht so tief. Du sollst den überhaupt nicht dahin machen. Du sollst ihn dahin machen. Naja, wenn auch nicht da, wo er jetzt ist. Aber egal. Muss ja nicht so 100% perfekt aussehen. Die Leute können sich das ja auch zu Hause selber dann nochmal woanders hinhängen. Hauptsache, das Aquarium sieht schön aus. Ich frage mich dann nur ernsthaft, wie das überhaupt transportiert wird. Also wenn, können sie es ja nur machen, indem sie irgendwie was mit Rollen da drunter schieben. Mal hier hin. Geh mir doch nicht immer mit den Eimer hier auf die Nerven. Ach, das war doch da, wo es vorher war, habe ich gerade gesehen. Weil das war nämlich vorher auch vorne. So. So kann man etwas in Wahrheit sicher ganz toll reinigen, indem man das immer einfach nach links, rechts dreht. Das machen wir so ungefähr so. So, jetzt können wir, jetzt können wir weiter mit dem Wasser machen. Dann Heizung und Filter an. Das können wir eigentlich auch direkt schon mal machen, wenn wir hier dran sind. So, war das jetzt die Heizung? Ja. Temperatur? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich mache mal so 25 Grad. Ach ja, Gegenstand ist nicht. Ja, gut, jetzt weiß ich, warum ich das erst machen soll. Ist okay. Wir machen erstmal das Wasser. Ich habe doch gesagt, ich mache das alles nach der richtigen Reihenfolge. Und in dem Fall muss ich das sogar machen, werde dazu gezwungen. So. Machen wir nochmal Wasser rein. Hintergrund und drei verschiedene. Nee, auch Süßwasserfische. Hatten wir nicht eben auch Süßwasserfische? Oder hatten wir Meeres? Na, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Das machen wir auf jeden Fall erstmal weg. Dann die Sachen anschalten. 25 haben wir schon drin stehen. Das machen wir natürlich an. So. What? Nee, es geht jetzt erst hoch. Okay, ich wollte gerade sagen. Ja, komm. Wir sind jetzt auf 17. Wir gucken in der Zeit schon mal wegen Hintergrundbild. Das dauert noch einen kleinen Moment. Nee, das war bei hier. Genau. Was machen wir denn da? Das würde ich gerne mal gucken. Das sieht bestimmt... Also, naja, gut. Für die Großen sieht das bestimmt gut aus. Das... Nee, das ist das, was wir eben hatten. Das ist so gezogen dann. Das ist das Blöde. Das finde ich nicht so schön für den Hintergrund. Ja, sonst nehmen wir hier dieses. Komm, was soll's. Das ist nur der Hintergrund. Müssen wir jetzt nicht so hundertprozentig toll haben. Wäre nur schön, wenn wir den anbringen könnten. So.
Sind wir auf 25. Was, wie sieht es mit unseren... Ja, die finden das toll. Die finden das auch toll. Die finden es eigentlich alle toll. Das heißt, wir brauchen jetzt Fische, die 25... Ach, Moment, Süßwasserfische. Die 25 aushalten. Genau, das ist nämlich Meeressalz. Genau, das ist nämlich das, was ich meinte. Süßwasser. Die halten keine 25 aus. Der wäre ganz gut. Müssen wir nur auf den pH-Wert gucken. 5,5 bis 7. Der wäre sonst auch noch okay. Der liegt bei 6, der liegt bei 6. Die können wir eigentlich beide... Oh, Moment, die sind aber... kleinere Gruppen. Ist der jetzt... Ja, fleischfressend. Oh. Dann setze ich den lieber nicht mit dem da rein, glaube ich. Das könnte ich... Der, nee, der ist auch fleischfressend? Also mein Vater hat immer Skalare drin gehabt, aber die haben noch nie Fleisch gefressen. Hallo? Ich bin verwirrt. Ich kaufe jetzt mal einfach hiervon. Zwei. Keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele. Schmeißen wir die mal einfach hier rein. So, dann... Wir haben 25 Grad, den können wir nicht nehmen. Den könnten wir nehmen. Guppies, da brauchen wir wahrscheinlich ganze Gruppen von, ne? Vermute ich schon fast. So, schauen wir vor allen Dingen mal. Achso, ja, Dekoration, Anzahl der Fische. Okay, also Vegetation und Dekoration fehlen uns jetzt noch. Dann nehmen wir erstmal... Wasserpflanze. Die setzen wir mal hier rein. Zack. Hier so ein bisschen. Zack. Und hier. Noch ein bisschen mehr Vegetation. Das ist mit dem kleinen... Ach, dieses Anpeilen, das ist echt schlimm, finde ich. So, für den ist es aber okay, wenn wir noch ein bisschen Vegetation reinmachen. Also, machen wir nochmal zwei davon rein. So, einmal und... Hallo? Zweimal. Der ist jetzt knapp drin. Dekorationen brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist ja unabhängig, ne? Nehmen wir mal eine Muschel. Hier so ein Ding. Oh, Art des Wassers. Oh, scheiße. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, Moment. Das ist alles nur... für das andere. Das ist schlecht. Dann kaufen wir halt noch einen Stein dazu, beziehungsweise zwei Steine dazu. Moment, tun wir erstmal die Steine da rein. So. Machen wir mal hier einen rein und eigentlich haben wir hier schon so viele Steine. Da noch einen rein. So. Nee, Moment, das können wir das so verkaufen. Dann schmeißen wir so einen Mülleimer. Ist mir egal. Hauptsache, die kommen jetzt nicht da rein, weil ich habe mich da, wie gesagt, total mit vertan. Was ist mit dem armen Fisch hier nicht in Ordnung? Ein bisschen mehr Dekoration und wir brauchen mehr von den Fischen. Also, erstmal. Das war der hier, oder? Dieser rote. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Und ein bisschen mehr Dekorationen. Dekorationen. Das können wir in beides reinsetzen. Dann nehmen wir das doch schon mal.
setzen das hier so ein bisschen in den Sand rein. Zack. Also Dekoration wird so langsam. Anzahl der Fische brauchen wir immer noch jede Menge mehr. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Wie viele brauchen wir davon denn noch? 1, 2, 3, 4. So, wenn die jetzt... Nee, das war das Falsche. Wenn die jetzt nicht glücklich werden, dann weiß ich auch nicht. Ihr könnt mich jetzt mal. So. Ein bisschen mehr Dekoration, Vegetation ist okay. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Oh, wo sind diese kleinen Scheißviecher? Moment, hier sehe ich einen. Anzahl der Fische. Brauchen wir auch mehr. Das waren diese Guppi-Dinger hier, ne? 1, 2, 3. Ich hau da direkt mal alles rein hier. So, die scheinen jetzt auch befriedigt zu sein. Das heißt, wir können uns jetzt schon mal ums Dritte kümmern. Plötze. Heißt der Fisch tatsächlich die Plötze? Wer von euch kennt The Witcher? Das Pferd hieß immer Plötze. Es ist geil. Leider können wir den jetzt nicht hier reinnehmen. Den können wir reinnehmen, theoretisch. pH-Wert, hoffe ich mal, ist auch soweit okay. Den müssten wir mal eben kontrollieren. Ja, 6 bis 8. Ne, das ist wieder Fleischfresser. Wo war der jetzt? Temperatur ab 25. Ja, gut, aber... Ich denke mal, dass wir den... kaufen können. So, zack. Können wir noch eine reinschmeißen? Ich habe jetzt einen geholt. Wir haben es geschafft! Ja! Super, super. Dann möchte ich allerdings mal eben ganz kurz, das muss ich leider zwischendurch machen, ja, immer der Hinweis, ich weiß, nochmal eben ganz schnell einen kleinen Screenshot machen. Leider wird der Zeit verzögert, weil ja, ich sonst wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit haben werde, da ein schönes Bild von zu machen. Wähle das Aquarium, das du verkaufen möchtest. Drücke Quum zum Inspizieren. Das soll wahrscheinlich heißen, drücke Q, um zu inspizieren und verkaufe es dann. Ich finde das hier schön. Ich finde die eigentlich beide schön, muss ich sagen. Ne? Ich meine, gut, das können wir für 3.500 verkaufen. Das ist halt billig gemacht. Ich finde das so schön. Ich würde das gerne selber behalten. Na gut, okay. So, Aquarium zum Kauf erhältlich. Oder direkt auf Verkaufen drücken. Ist ein schneller Weg, um Geld zu verdienen. Je besser der Zustand, umso mehr zusätzliche Upgrades es hat, desto mehr bekommst du dafür. Also vergiss nicht, dass das Aquarium gut gepflegt ist und alles hat, was es braucht und dass die Fische glücklich sind. Meine Seepferdchen sind nicht glücklich. Warum sind meine blöden Seepferdchen nicht glücklich? Die sind alle nicht mehr glücklich. Die sind alle unglücklich. Ich verkaufe es jetzt. So, tschüss. Ja. Ja, Hauptsache, ich habe das Geld. Ist mir egal. Kaufe einen Tisch im anderen Raum für das nächste Aquarium. Wie im anderen Raum? Ach so. Wieso sind die eigentlich durchsichtig? Hä? Okay. Wir schmeißen hier erstmal die Sachen raus, weil sonst haben wir ja gar keinen Platz. Und ich denke, wenn wir... Hallo? Wenn wir denn wirklich wieder ein Aquarium aufbauen müssen, auch wenn das jetzt im nächsten Raum ist, dass wir dann erstmal einen kleinen Zwischencut machen werden. Weil das dauert dann natürlich auch wieder entsprechend lange. Aber die Sachen hier, die räumen wir auf jeden Fall nochmal weg. Weil ich will den Raum erstmal schön haben. Und eigentlich könnten wir den auch mal renovieren. Gehst du da jetzt durch? Hallo? Ich mich veräppeln? Jetzt passe ich hier nicht mit durch, oder was? So. Weg mit dir. Hinfort, du Unhold. So. Ach, das ist der Schlauch, den ich da die ganze Zeit auf dem Boden sehe. Okay. Aber warum die Tische hier so durchsichtig sind, das verstehe ich wirklich nicht. Weil hier sind die ja auch nicht durchsichtig. Ach so. Oder hat... Moment. Oder heißt das... Nee, drücke G. Zu kaufen Tisch für 500.
Was heißt das denn auf Deutsch? Kaufe ich das mit G oder verkaufe ich das jetzt? Weil da steht zu kaufen. Ah, okay. Also um den zu kaufen. Okay, dann verstehe ich auch, warum das jetzt so durchsichtig ist. Sind wir schon wieder etwas schlauer geworden in dieser Folge. Sehr schön, das kommt weg. Und dann tun wir das letzte hier auch noch eben weg. Das Problem ist halt, ja, ich soll ja eigentlich Aquarien verkaufen, ne? Aber ich brauche eigentlich gar nicht so viel Platz hier, weil, ja, ich verkaufe die Aquarien in dem Moment wieder, wenn ich sie geholt, wenn ich sie aufgebaut habe, sozusagen. So, kaufe ein neues Aquarium im Laden. Das können wir, achso, können wir ja hier, das können wir noch mal eben ganz kurz machen, dass wir uns da schon mal so ein Rohling hinstellen. Ah, nee, hier war das, genau. Ich könnte auch ein kleines... Achso, das ist ein kleines. Ja, nee, dann hole ich ein großes. Kaufe einen Aquaristikschrank, von dem Kunden Produkte kaufen können. Jetzt wird's interessant. Wo zur Hölle kriege ich das her und was ist das genau? Ich nehme an, das ist so eine Art Zubehörteil. Und ich kann es anscheinend nicht hier drin. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Hallo? Ja, ich habe ein kleines Problem, weil ich das geöffnet habe. Komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Das ist immer super, ja. Kleines Aquarium. Ich würde hier gerne komplett... Ah, Trick 17? Achso, hier ist dann das große Aquarium. Wie will ich das denn jetzt da hinten hinbekommen? Was steht denn da? Da steht gar nichts dran. Kaufe einen Aquaristikschrank. Das ist zum Verkaufen. Ach, das ist gemeint. Werkzeugschrank in dem... Ah, und damit wäre dann die Frage auch wieder geklärt, für 500. Naja, gut, okay, ich hole aber trotzdem direkt beide. Warum die so durchsichtig waren. Haha. Klicke auf den Schrank, um die Artikel für die Kunden aufzufüllen. Ich drücke mit der linken Maustaste drauf, nichts passiert. Q auch nicht. Bei dem kann ich es machen, bei dem anderen nicht. Na gut, okay. Die Uhr zeigt an, wie viel Zeit du noch hast, um den Laden zu eröffnen. Okay, ich weiß aber gar nicht. Achso, hier. Dein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens und dein Geschäft öffnet um 14 Uhr. Ah, okay. Jetzt habe ich den letzten Satz des Essens gelesen. Egal. zu öffnen. Bis dahin versuche, deine Aquarien so schön wie möglich zu dekorieren, um so viel wie möglich aus dem Verkauf der Artikel zu verdienen. Wenn du keine Zeit hast, dich um alles zu kümmern, wirst die Arbeit in den nächsten Tagen beendet sein. Okay. Dein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr. Okay, also um 14 Uhr kommen die. Das Problem ist, dass es jetzt leider nicht gespeichert hat, meine ich. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hier kann ich auch nicht draufklicken. Ja, hier kannst du dein Werkzeug ablegen. Das ist ja ganz toll. Und ja, gut. Wenn ich da jetzt natürlich noch zwei kaufe, dann bin ich jetzt gleich komplett pleite. Bereite deine Aquarien so gut wie möglich für die Ladenöffnung vor. Ich habe halt nur ein Aquarium im Moment. Ja, dann würde ich mal sagen... Du warst die Erde. Und das. Fangen wir mal an, ne? Möchte ich zwar eigentlich jetzt nicht in dieser Folge machen, aber gut, wir haben ja gleich schon 14 Uhr, also es wird wohl nicht so lange dauern, denke ich mir mal, bis dann der Laden eröffnet wird. Und das Problem ist halt, ich kann nicht speichern. War das schon alles? Nee, eins haben wir noch, ne? Nee, schütte die Erde. Nee, anscheinend doch nicht. Okay.
Jetzt ist ja natürlich alles wild durcheinander. Moment, das sind aber eigentlich meine Werkzeuge, oder? Ja, genau, die kann ich jetzt da reintun, wenn ich sie nicht brauche. Das ist doch eigentlich cool. Das kann man nach oben drauf machen. Blöd ist natürlich, man weiß nicht, welchen Sack man dann darunter haben möchte. Da kann man nicht so direkt gucken, welcher Sack das ist. Den Schlauch brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Der geht automatisch nach unten. Den Wischmopp brauchen wir auch nicht. Können wir den auch mit hier rein tun? Ja, der geht nach oben. Das brauchen wir gerade auch nicht. Gilt das unter Werkzeug? Ja, es gilt unter Werkzeug. Okay. Ich hätte gern die Lampe. Das war jetzt kein richtiges Werkzeug. Kann ich offenbar auch nicht da rein tun. Gut, dann tun wir die Lampe halt wieder hier hin. Was ist mit euch? Ihr seid eigentlich auch kein Werkzeug. Aber das können wir hier oben hinstellen. Okay, immerhin. Dann sieht das Ganze hier ein bisschen schöner und aufgeräumter aus, wenn jemand kommt. So, die Frage ist jetzt nur, das brauchen wir noch fürs Wasser. Den brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Das heißt, glaube ich, weiß ich. So. Die Zeit sitzt uns im Nacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit meine ich jetzt nicht nur, weil die Folge jetzt schon sehr lange geworden ist, sondern damit meine ich auch, weil die Eröffnung ja jetzt schon kurz bevorsteht. Wie gesagt, um 14 Uhr wird hier eröffnet. Das ist nicht mehr lange. Und wie gesagt, das Spiel hat leider nicht gespeichert. Deswegen muss ich jetzt noch irgendwie weiterspielen bis zu einem Speicherpunkt. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Die Dinger müsste ich dann auch noch mit der Zeit nachkaufen. Okay. So, ich glaube, mit den Meeressalzfischen habe ich weniger Probleme. Und die sind, glaube ich, auch teurer im Verkauf. Kann das sein? Also die Aquarien davon. Weil der war ziemlich teuer. Obwohl der ist jetzt auch 3.100. Boah. Das sollte eigentlich reichen. Können wir das mit hier rein tun? Ja. Was ist hier mit dem Farbeimer? Können wir den vielleicht auch hier irgendwo noch reinstellen? Nicht so wirklich. Schmeißen wir den einfach davor. Ist nicht so schlimm, hat keiner gesehen. Gut, dann nehmen wir jetzt mal eben auf die Schnelle zwei Lampen. So, und ja, ne? Und so. Die machen wir natürlich ganz toll. Die machen wir jetzt in rosa. Ach, man kann die. Ah. Oh, das probieren wir mal aus. Ah ja, dann sieht das unten. Hat das irgendeinen negativen, eine negative Auswirkung auf die Fische? Ich hoffe nicht. Nicht, dass die sich nachher irgendwie komisch fühlen oder so. Weil, ne? Weil die den ganzen Tag total verstrahlt hier in der Gegend rumschwimmen. So, Moment, dann machen wir hier sowas rein. Das können wir in beides reinsetzen. Ja, machen wir doch. Sehr schön. Rechte Maustaste und ein bisschen größer machen. So. Und nee, das nicht. Das ist nur für die. Ich möchte aber gerne. Das ist wahrscheinlich alles nur für die. Aber die Muscheln und so, die sind für die anderen. So, kaufen wir die zwei Sachen. Einmal zack und einmal. Zack. Und Seetang, ja, Seetang ist das Richtige, genau. Kaufen wir auch ein bisschen. Ja, nicht zu viel vergrößern, sonst meckern die nachher wieder, ne? Von wegen können nicht mehr wachsen und so. So, da ist das Ding jetzt noch.
im Weg. Machen wir es hier hin. So, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen was Grünes dabei haben. Ich achte hier gerade so gar nicht auf mein Geld. Nur mal so am Rande. Ach so, oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah, 23 bis 31, dann nehmen wir die noch dazu. Zack. 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 Und hier hin. Achso, die habe ich gerade. Und das dahin. Und dahin. Und mir fällt gerade auf, dass ich gar keine Temperatur überhaupt habe, weil ich gar nichts gekauft habe. Thermometer. Ist das hier 20, 24? Ha, komm, ich nehme das. Ich nehme das Standardthermometer. Was soll's? Dann den Filter. Bin ich nur am Überlegen? Nee, das ist die Heizung. Heizung und Thermometer, genau. Das Thermometer hatten wir sonst immer. So, dann einmal. Doch, ist ausnahmsweise richtig. Du bist, glaube ich, die Heizung oder so, ne? So, das dürfte das Thermometer sein. Zack. Dich mache ich so auf 25. Dich müssen wir natürlich einschalten. Ich hoffe, dass da jetzt mal was hochgeht. Ist tot wegen der falschen Wasserart? Oh, ich habe... Oh, ich habe es noch nicht gekauft. Ich Vollidiot. Ja, mach das da rein. Ich Vollidiot. Oh. Fängt ja schon gut an. Meine ganzen Pflanzen, die ich gerade hier reingemacht habe, sind alle direkt tot. Das ist ja richtig geil. Hm. Okay, aber wir kriegen trotzdem 500 schon mal dafür. Ignorieren wir erstmal, dass die schon tot sind. Die sind, die haben irgendwie große Ansprüche, habe ich so das Gefühl. Das sind Fleischwasser, die können wir nicht gebrauchen. Das ist okay, Temperatur. So, was ist mit euch? pH-Wert des Wassers muss höher sein und Dekorationen sollten mehr rein. Achso, Moment. pH ab. 1, 2, 3, 4, 5. Na, noch ein bisschen. Ja, dann geh doch da raus, Mann. 1, 2. Nein. Och. Nein, doch nicht das. Ich will den Fisch haben. So. So, pH-Wert ist erstmal okay. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch mehr Dekorationen. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen hier dringend gucken. Die können wir nehmen. Perfekt. Dann nehmen wir direkt zwei von. Dann nehmen wir auch zwei von. Und die nehmen wir noch einmal. So. Dekorationen. Einmal zack. Zack. Und hier hinten in die Ecke noch eins. Wie sieht das jetzt mit euch aus hier? Dekoration, es wird so langsam. Wir können aber noch ein bisschen was reinstellen. Zack. Und zack. Und wir sollten natürlich ein Hintergrundbild auch machen. Bevor die Leute kommen. Das sieht hier, ja, das sieht immer so doof aus dann, ne? Ja. Ich glaube, dann ist das hier doch ganz gut.
So. Wenn das denn mal hier... Hallo? So. Das stellen wir mal schnell wieder zurück. Es wird Zeit, unseren Shop für die ersten Kunden zu öffnen. Geh zur Eingangstafel an der Tür und klicke darauf, um den Laden zu öffnen. Beeil dich, denn je länger es dauert, bis ein Geschäft eröffnet wird, desto mehr Kunden gehen weiter und du verdienst weniger. Dann spurten wir uns doch mal. Geöffnet! Ja, da können wir jetzt natürlich nichts machen. 6 Besucher hatten wir. Juhu! Zufriedenheit der Gäste 37%. Hallo Leute, ich meine, was erwartet ihr von mir? Ich habe hier halt noch nicht so viel Auswahl und ich habe noch nicht so viele Sachen, die ich hier hinstellen kann und alles. Aber das ist doch schon mal, wir fangen schon wieder um 6 Uhr an. Der erste Tag im Aquaristikgeschäft liegt hinter dir. Arbeite an deinen Aquarien, um sie noch besser zu machen und du wirst mehr Kunden anziehen und mehr Geld verdienen. Okay, das heißt aber, die Aquarien, die wir jetzt hier haben, die haben wir erstmal. Das heißt, das stellen wir jetzt hier so schön in die Ecke und wir können dann mit dem Geld wieder was verdienen. Ich mache jetzt mal, drücke Q auf das Aquarium, stelle es so ein, dass es nicht verkauft wird. Das können wir noch schnell machen. Zack. Verkaufen, nur Fisch kann man nicht anklicken. Okay. Füll den Warenstand auf, den deine Kunden wieder... Okay, das ist jetzt gerade zu viel, muss ich sagen. Deswegen mache ich jetzt auf die Schnelle nochmal eben ein Bild von diesem Aquarium hier, weil wir das so schön hergestellt haben. Und gehe dann erstmal in das Pausenmenü, weil sonst rennt mir hier die Zeit davon. Ich hoffe inständig, dass das jetzt alles so gespeichert hat. Ich hatte nämlich wieder nicht gesehen, dass er irgendwo ja, eine Meldung gegeben hat, dass er gespeichert hat. Aber da der Tag jetzt vorbei ist, hoffen wir mal das Beste. Und hoffen wir, dass wir nicht alles wieder komplett von vorne anfangen müssen in der nächsten Folge. Diese hier ist jetzt auf jeden Fall wieder länger geworden. Das tut mir auch leid. Aber ja, ich wollte das Ganze noch abgeschlossen haben vom Thema her, deswegen ist es ein bisschen länger geworden. Das kann vielleicht in Zukunft schon mal öfter passieren. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen dann in der nächsten Folge, ob das alles so geklappt hat mit dem Speichern oder ob ich jetzt nochmal alles von vorne wieder machen muss. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.